Drei Schweizer Bauern träumten von Freiheit und Abenteuer. Sie wanderten aus. Ihr Traum wurde wahr. Im Frühling 2004 kauften sie einen großen Landwirtschaftsbetrieb in Russland. Die russische und die Schweizer Fahne müssen jetzt auf ihren Wasserturm. Denn dies wird ein großer Tag für Jakob, Sepp und Hans. Sie erwarten Besuch aus der Schweiz. Erst ein Jahr sind sie da. Und schon sind Jakob und seine beiden Kollegen zum Vorbild geworden. Die Zeitung Schweizer Bauer hat für ihre Leserinnen und Leser eine Russlandreise organisiert. Der Besuch des Betriebs mit dem Namen Schweizer Milch ist der Höhepunkt des Programms. Besonders für jene, die vielleicht auch einen Neubeginn wagen möchten. Im wilden Osten. Willkommen in Russland. Alles schön. Werte Gäste aus der Schweiz, wir freuen uns, euch hier zu begrüßen. Jakob von Adliken, Josef von Ennetmoos und ich von Bönigen. Unser Betrieb, wo wir jetzt ein bisschen länger als ein Jahr drauf sind, hat 360 Hektare. Fährbestand ist im Moment 130 Kühe, die Milch geben. Produzieren tun wir Pastmilch, Fleisch und noch ein bisschen Käse. Josef, genannt Sepp, führt durch den Kuhstall, der schon bald einem neuen weichen soll. Da sind nur ein Amt, sind die Insta, die Ältesten sind da 14 Tage. Da haben wir einen Boxen-Laufstall. Eine schmale Boxe, 1 Meter breit nur. Es ist ein bisschen blöd, man muss hier alles rausstossen, so viel Handarbeit. Jakob zeigt die Felder, die sie gepachtet haben und die über 30 Mal größer sind als jene zu Hause. Als wir gekommen sind, am 28. April letztes Jahr, die Silos waren leer. Also haben wir hier gerade leer gemacht. Wir hatten noch ein paar Ballen Heu gehabt und sonst hatten kein Futter mehr auf dem Betrieb. Die erste Gruppe, die ist ausgeschrieben wurde in diesem Schweizer Bauer, ist im 2003 hierher gekommen. Und das waren vielleicht etwa so viele Leute, 25 waren es vielleicht oder 30. Und die drei Männer, der Benninger, der Michel, der Berner Oberländer und der Lussi, sind da gestanden als Zuhörer und Zuschauer und haben da geschaut. Und jetzt treffen wir sie hier an, wo sie da neue Heimat gefunden haben, offenbar. Ja, schon noch berührend. Es ist einfach alles ganz anders. Die Leute sind übrigens sehr nett und sehr gastfreundlich. Also das Verhältnis zu unseren Mitarbeitern, also die Russischen, ist sehr gut. Man wird immer jemanden eingeladen. Wenn jemand Geburtstag hat, gibt es immer Torten und Champagner. Also. Gruppe Rastinien. Eine Folkloregruppe aus der Umgebung sorgt für Stimmung. Bei den Schweizer Bauern und russischen Angestellten. Da dürfen Sepp und Jakob ein Tänzchen nicht verwehren. Für die meisten der Reisegruppe ist es eine fremde Welt. Sie sind voller Bewunderung für ihre drei Landsleute, die hier schon so vieles zustande gebracht haben und sich fast wie zu Hause fühlen. Hans hat auf dem Betrieb sogar eine Freundin gefunden, die schöne Julia. Am nächsten Morgen kehrt wieder Alltag ein auf dem Hof Schweizer Milch. Der Betrieb hat turbulente Zeiten hinter sich. Früher war er Teil einer riesigen Kolchose. Nach der Wende von 1989 drohte ihm wie vielen anderen der Konkurs. Doch dann kam die Schweizer Entwicklungshilfe und versuchte mit einer Stiftung, dem Betrieb wieder auf die Beine zu helfen. Von dieser Stiftung übernahmen die drei Bauern den Hof. Seit einem Jahr sind sie jetzt da. Als sie kamen, sah es besser aus als sonst wo. Trotzdem lag fast die ganze Infrastruktur am Boden und alle Maschinen waren defekt. Hier zu wirtschaften war echte Pionierarbeit. Inzwischen haben sie gute Okkasionsmaschinen aus der Schweiz importiert. Heute beschäftigen die Auswanderer über 30 Angestellte.
Sepp auf dem Weg in die Küche. Vieles klappt in ihrer neuen Heimat nicht wie geplant. Immer wieder besprechen sie, wie es weitergehen soll. Ihr Abenteuer erfordert Mut und Ausdauer. Zwar haben sie eine gute landwirtschaftliche Ausbildung und sind Generalisten. Und doch stießen sie in ihrem ersten Russlandjahr oft an ihre Grenzen. Dann nehmen wir die andere. Jetzt haben wir Maschinen, wo wir es gewöhnt sind aus dem Westen. Aber das letzte Jahr haben wir mit dem russischen Schrottdeutsch geschafft. Und wir sind doch fertig geworden. Wir haben 50 Hektar Mais da mit einem Häcksler, der am Anfang kaputt gegangen ist. Und ohne Ersatzteil. Einfach mit Improvisationen geflickt. Und wir sind fertig geworden auf den Winter. Wir haben genügend Futter und das ist doch schon viel wert. Na, der erste Winter überstanden, in dieser Kälte. Stromausfall, Notstromaggregat anlassen und so. Jetzt lassen wir alle drei noch hier sitzen. Ich glaube, das ist schon leistig. Nein, die Herausforderungen, die sind vielfältig. Da sticht eigentlich die nichts raus. Das ist die Probleme treten an die Herren und nachher müssen es gelöst werden. Und bis jetzt haben wir die Probleme alle können lösen. Der Junggeselle Hans ist so etwas wie ein Jet-Set-Bauer. Ab und zu arbeitet er auch wieder in der Schweiz. Das Pendeln zwischen den beiden Welten ist für ihn selbstverständlich geworden. Hans ist aufgewachsen im Berner Oberland. Dort besitzt der 42-Jährige noch immer einen kleinen Betrieb. Sein Vater und ein Kollege kümmern sich darum, wenn er in Russland weilt. Ich habe gesagt, die Schweiz ist schön, aber es ist halt sehr eng. Wir haben ja viele Vorschriften. Das ist ein bisschen schade. Die Schweiz verharrt fast ein bisschen. Ich glaube, das ist eines der Probleme, die wir auch haben. Irgendwie habe ich 40 Jahre an die Berge hergeschaut und jetzt in Russland sehe ich, wenn am Morgen um 4 Uhr die Sonne aufgeht und sehe am Abend um 10 oder 11 Uhr, wenn sie auf der anderen Seite dahin geht. Und das sind ja schöne Sachen. In Bönnigen bei Interlaken war Hans 20 Jahre lang Bauer und hatte 12 Kühe. Als die Fleischpreise zusammenfielen, stellte Hans auf die Produktion von Biofutter um. Er kommt hierher zurück, wenn es auf dem Hof viel zu tun gibt. Und manchmal auch zum Entspannen. Ja, ich habe einfach hier keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gehabt. Der Betrieb mitten im Dorf. Dort zu investieren hat keinen Sinn gemacht. Auswärts habe ich kein Land bekommen. Also, ich bin Pächter, habe 16 Hektar bewirtschaftet. 3 Hektar ist Eigentum und 13 Hektar ist Pachtland. Eine kleine Parzelle von 25 Jahren haben wir dort unten. Dann habe ich hier eine Parzelle von 57 Jahren. Und dann sieht man dort das Längengebäude. Hinter dran ist eine Parzelle 80 Jahre. Ein bisschen weiter, wo die Strasse rechts vorgeht, ist eine Parzelle 120 Jahre. Dann ganz vorne, beim See, habe ich noch 2 Hektare. Dann dort links vor der Autobahn. Vorne sieht man jetzt noch ein schwarzes Tierchen ganz weit weg. Dort habe ich Hektare. Dann habe ich hier aussen 90 Jahre, 2 Hektare, 1,5 Hektare, 1 Hektare. Und rechts vor Lütschenen ist auch noch 1 Hektare. Und so ist einfach alles sehr zerstückelt. Die Prognosen für die Landwirtschaft sind eher düster, also Einkommensverluste. Und wenn man nicht wachsen kann. Die Vorstellung, noch 25 Jahre hier zu warten, bis ich die Pension bekomme, hat mich frustriert. Hans war als bester Züchter der Genossenschaft Bönnigen bekannt. Einen Anlass lässt er sich deshalb nicht entgehen. Früher war es einer der Höhepunkte seines Bauernlebens. Zusammen mit seinem Vater besucht er jetzt als Tourist die Miss Euterwahl bei Interlaken. Hallo, Hans Väter, wie geht's? Ah ja, fertig. Gut, du bist ja früh.
Ferien. Ja. Ja, den musst du gerne nehmen. Auf dem Mal gibt es keiner mehr, gell? Nehmen wir es aber kommt, hä? Salim. Ja, der ist um jetzt gesehen. Wir haben noch ganz eine andere Generation gehabt. Wir haben in der Zeit hat das Fleisch noch etwas geholfen, die Milch hat noch etwas geholfen. Und selber war man als Bauer auch noch etwas. Und heute ist man als Bauer nur noch Nebensache. Jetzt zählt niemand mehr, wir haben keine Unterstützung mehr. Es ist einfach, der Bauer hat den Status verloren. So kommt es, dass der Berner Oberländer heute in Russland zu Hause ist. Hans fährt an ein Sommerfest in Towarkowo, ein Provinzstädtchen, in dem seine Julia lebt. Fast ein Jahr sind sie nun ein Paar, Hans und seine 25-jährige Freundin. Mit Julia hat Hans die russische Sprache und Lebensfreude kennengelernt. In diesem Haus wohnt Julia in einer kleinen Dreizimmerwohnung mit Vater, Mutter, zwei Schwestern, ihrer fünfjährigen Tochter und ihrem kleinen Neffen. Und oft ist auch noch Hans zu Besuch. Julia ist in der Milchverarbeitung des Betriebs tätig. Sie sind sehr offen, sehr gastfreundlich, man wird aufgenommen. Man kommt einfach zu einer Familie rein, gehört dazu. Es gibt also wenige Schnickschnack, oder wenn man dem sagen will, man ist einfach dabei. Frühmorgens vor der Arbeit bringt Julia ihr Töchterchen und den Neffen in die Krippe. Die meisten Angestellten der Schweizer wohnen wie Julia und ihre Familie in Towarkowo, 20 holprige Autominuten vom Betrieb entfernt. Jeden Morgen holt Hans sie ab. Auf dem Hof leben nur Jakob und Hans, sofern er nicht bei Julia ist. Die Melkerinnen, Traktorfahrer und Mechaniker fahren auf den Betrieb wie in die Fabrik. Sie sind spezialisiert auf ihren Beruf. Keine richtigen Bauern wie Hans und Sepp. Auch Sepp wohnt seit kurzem in Towarkowo. Er hat hier eine kleine Wohnung gekauft. Der Landwirtschaft hier geht es schlecht, wie überall in Russland. Die besten Leute haben sie längst verlassen. Der Betrieb Schweizer Milch liegt knapp 200 Kilometer südwestlich von Moskau, in der Region Kaluga. Sie ist fast so groß wie die Schweiz und hat gut 1 Million Einwohner. Über die Hälfte aller fruchtbaren Böden in diesem Gebiet liegen heute brach. Seit der Wende sind die Felder zu Wiesen geworden und verwildern. Noch wenige Kilometer bis zum Betrieb der Schweizer. Überall ist in den letzten Jahren die Milchproduktion stark zurückgegangen. Und der Viehbestand hat sich um mehr als die Hälfte verringert. Nur die kleinen Gärten der Wochenendhäuschen, der sogenannten Datschas, gedeihen. Deren Besitzer erwirtschaften weit mehr Kartoffeln und Gemüse als die großen Agrarbetriebe. Tatkräftige Investoren wie Sepp, Hans und Jakob, die sich erst noch in der Landwirtschaft auskennen, sind in diesem Umfeld höchst willkommen. Kurz vor 8 beginnt für Julia und alle anderen der Arbeitstag. Sie haben mehr als genug zu tun. Die Schweizer sind mit ihren Ideen kaum zu bremsen. Derzeit bauen sie einen modernen Laufstall für 300 Kühe. Ein Vorzeigeprojekt, aber auch ein hartes Stück Arbeit. Für Idealisten. Ihre Aufgaben haben sie untereinander aufgeteilt. Für den Stallbau ist Jakob zuständig. Sie stehen damit weit und breit allein da. Für solche Bauten gibt es kein Geld. Die meisten großen Agrarbetriebe liegen seit der Wende am Boden. Sie bekommen fast keine Subventionen vom Staat und warten vergeblich auf private Investoren.
Die drei haben nur deshalb schon Beachtliches erreicht, weil sie ihre ganze Energie in ihren neuen Betrieb stecken und keine Mühen scheuen. Ein bisschen ungewohnt, weil wir das Material nicht so haben wie in der Schweiz. Schalungsmaterial nicht, mal aus improvisieren und probieren, das Beste zu machen daraus, was wir haben. Es wäre ringer in der Schweiz, das ist klar. Also, an dem müssen wir nicht bis hier in Russland etwas aufziehen. Es wäre auch viel ringer. Aber was ist es denn, was einem eben tut? Das ist etwas Neues, ja. Anzufangen, etwas zu machen. Oft macht die russische Arbeitsmoral ihnen Mühe. Allzu vieles hat man den Menschen jahrzehntelang versprochen und nichts gehalten. Das wollen die drei nun ändern. Die wissen, dass wir immer dabei sind. Und ich glaube, es wirkt sich nicht negativ aus, eher positiv. Sie müssen ein bisschen mehr arbeiten, aber sie haben vielleicht weniger Zigarettenpausen machen als früher. Aber das schadet ja eigentlich auch nicht. Am Anfang war es ein bisschen mühsamer. Und es ist natürlich auch möglich, dass gewisse Leute gekündigt haben oder mir dann geschickt haben, weil sie sich einfach nicht an unsere Gangart können anpassen konnten. Es gibt ein paar Sachen, die wir von der Russen gelernt haben, aber wenig. Was? Ja. Kommt mir nicht viel in den Sinn. Mal nicht, kein altes Futter rühren. Alles behalten. Aber ja. Und eben nicht so zimperlich sein. Einfach. Gewisse Sachen muss man einfach den Lauf lassen. Und auch wenn wir es würden anders machen, es führen viele Wege nach herum. Ihr Abenteuer hatte natürlich seinen Preis. 150.000 Franken hat jeder von ihnen auf den Tisch gelegt. Und fast ebenso groß ist das Darlehen, das sie für 5 Jahre günstig bekommen haben vom SOFI. Diese Organisation des Bundes hilft kleinen und mittleren Unternehmen, sich in schwierigen Ländern wie Russland zu etablieren. Dass sie ihr eigenes Erspartes investieren, hat ihnen bei den russischen Angestellten hohe Achtung verschafft. Noch verdienen die drei nichts. Sie sind aber im Businessplan. Da muss natürlich auch ein gewisser Umsatz da sein. Das können die Leute auf lange Sicht nicht beschäftigen, weil das Lohnniveau steigt. Und wir möchten einfach versuchen, den Fehlbestand gegenüber dem, was wir übernommen haben, von knapp 100 Kühen zu vervierfachen. Und mit den gleichen Leuten, mit der gleichen Anzahl Leute zu arbeiten. Oder? Überall legen die drei Chefs selbst Hand an. Hans kümmert sich um die landwirtschaftlichen Maschinen, die immer wieder kaputt gehen. Also ein Hauptgrund ist, dass wir sehr unebene Felder haben, schlechte Bodenbearbeitung, dass sie auch von dem her Folgeschäden. Und das andere ist, dass unsere Traktoristen manchmal zu wenig mit dem Kopf arbeiten. Sie waren halt gewohnt von russischer Technik, dass das da fährt man einfach, bis gar nichts geht und dann hält man so vom Bitz ab und der bleibt. Man steht manchmal vor technischen Problemen. In der Schweiz würde man das Telefon machen. Und entweder bekommt man eine Ersatzmaschine oder ein Ersatzteil. Und hier muss man halt Hirn und Kopf, bis man eine Lösung findet. Hans besucht seinen Nachbarn, Vassili. Vielleicht kann der ihm heute weiterhelfen. Denn Hans braucht ein Ersatzteil, eine spezielle Feder. Vassili ist ein Privatbauer mit einem eigenen Hof, wie es sie in Russland nur ganz wenige gibt. Einer, der sich auskennt mit der Landwirtschaft und versucht, als Einzelkämpfer zu überleben. Er bekommt praktisch keine staatlichen Subventionen und nur teure Kredite, die er sich nicht leisten kann. Da hat sich Vassili etwas einfallen lassen. Das ist ein grosses Ersatzteillager an russischer Technik. Das ist sehr wichtig, dass das hier verfügbar ist. Sieht nicht ganz so aus wie in der Schweiz, aber meistens findet man etwas, was passt. Die richtige Feder finden sie nicht. Dafür stößt der Nachbar auf etwas anderes. Молоко, газ 53 у вас, машина.
Schau, nimm das. Das wäre ein guter Bremsklotz für deinen Milchtransporter. Maschine, Gas-53, молоко у вас возит, которое... Ich kann nichts Schlechtes über unsere neuen Nachbarn sagen. Wir helfen uns gegenseitig. Sie uns mehr als ich Ihnen. Ich habe ja nicht Ihre finanziellen Mittel. Ich kann nur mit Kleinigkeiten aushelfen. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Wenn Sie hier bei uns arbeiten wollen, sollen Sie das nur tun. Jetzt hätte ich ein bisschen runtergekommen. Gut, er entspricht dem, was auf vielen Betrieben heute existiert. Von dem her können wir ja vielleicht auch ein bisschen Vorbildfunktion sein, dass es bei uns etwas anders aussieht. Und sie auch merken, dass es eben anders geht als früher hier auf den grossen Kolchosen. Gang und gäbe ist es. Sepp ist auf Einkaufstour in Towarkovo. Sein Ziel ist das einzige Haushalt- und Baumaterialiengeschäft des Städtchens. Wenn er sicher sein will, dass etwas klappt, muss er es schon selbst erledigen. Sepp hat Glück. Er findet schnell genau die Nägel, die er braucht. Das ist hier gar nicht die Regel. Für viele Baumaterialien fahren sie oft viel weiter und erst noch vergebens. Wie Jakob und Hans musste auch Sepp in seinem ersten Russlandjahr lernen, zu improvisieren und flexibel zu sein. Denn einiges ist in Russland anders als im Kanton Nidwalden. In Ennetmoos war Sepp bis vor einem Jahr zu Hause. Dies war sein Hof, die Bünd. Hier hatte er 6,5 Hektaren Land. 8 Kühe und 10 Stück Jungvieh. Weil der Betrieb zu klein war, musste Sepp noch auf dem Bau arbeiten. Seinen Hof hat er inzwischen einem seiner 4 Brüder verpachtet. Der 40-jährige Sepp hat sich von der Schweiz verabschiedet. Der Junggeselle ist nur gekommen, um Administratives zu erledigen und um seine Eltern zu besuchen. Und wenn er schon da ist, hilft er mit. Mit 22 habe ich den Hof übernommen. Ein altes Gebiet vom Grossvater, Onkel, die Bäuerentehnung, nach den Bäuern. Mit 25 habe ich ein Haus gebaut, den Stall angebaut. Nachher so 15 Jahre gebaut. Allein bei 3 Uhr alle zum Mittag gegessen, morgen zum Mittag. Und nachher bin ich auf die Reise eingestellt, auf Russland, das Land angeschaut. Nachher hat es mich einfach irgendwie gepackt. Die Eltern wohnen auf der anderen Seite des Dorfs, wenige Autominuten von Sepps Bünd entfernt. Hier ist Sepp aufgewachsen und bis vor einem Jahr täglich ein- und ausgegangen. Ja, machen wir nicht Sommer arbeiten. Ja. Ja. Haben jetzt die Rinder, die du gekauft hast, haben jetzt die Kälber? Ich habe die nicht allein gekauft, die sind einfach Kälber, ja. Die sind gut ausgekommen? Also ich bin schon froh gewesen, ich habe am Telefon nicht, mir das gesagt. Ja, nicht so zufrieden? Ich hoffe, es kommt etwas Besseres noch wieder. Ein Black Sheen innen ist ja nur die Testleistung von der Mutter drinnen, oder? Ja. Und, vom Stier ist er nicht drinnen? Ja, das... Ich weiß nicht, welchem Stier das liegt. Ich habe es gar nicht geglaubt und wollte ihm es auch ausreden, oder? Ich wollte ihm wirklich ausreden. Er sagte, du, ich überlege das zweimal. Und habe wirklich, ich konnte es fast nicht glauben, dass er wirklich auf Russland geht, oder? Das schon. Und das kann man machen. Fort hätte er sowieso wollen und wäre gegangen. Ihm alles Gutes wünschen. Alltag.
Besonders können wir ja gar nicht. Schön wäre dann, wenn ich eine Frau gefunden. Das wäre noch schönst vor allem. Oder? Aber das ist Schicksal, ob das ihm klingt oder ob das ihm gerechnet ist. Oder? Das ist wirklich. Dann muss er jetzt vorab nehmen. Ja. Zurück in Russland hat der Nidwaldner alle Hände voll zu tun. Das Gras muss gemäht werden für die vielen Kühe, für die er zuständig ist. Traktorfahrer Nikolai kennt sich in der Landwirtschaft nicht aus wie Sepp. Er war immer angestellt und gewöhnt, abends pünktlich nach Hause zu gehen, auch wenn die Ernte im Gange war. Verantwortung war ihm fremd. Das will Sepp nun ändern. Und er bringt Nikolai bei, wie die neu importierte Rundballenpresse aus der Schweiz funktioniert. Inzwischen hat Sepp etwas Russisch gelernt. Und vieles kann er auch einfach zeigen. Oder wenn sie wissen, was sie machen, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Muss man einfach zeigen, wie und wo und nachher. Dann machen sie das. Einfach, die haben da ein bisschen, ja, nicht den ganzen Arbeitswillen, wie man als Schweizer erwartet, aber sonst ist es gut. Gibt es auch etwas, was du von ihnen gelernt hast? Alles vorzunehmen, ja, nicht stressen. Das bringt nicht. Ich muss gleich warten, bis alles fertig ist. Und nachher kann man weiter mal schauen. Ja, nicht aufregen. Macht sich selber krank, eigentlich, ja. Am Anfang musste man schon aufpassen, wenn man am Ort gefahren ist, da neben uns. Dass man wieder weiss, wie ein Ritter fahren, dass man gar nicht weiss, wo man ist. Da war man einfach irgendwo noch, wo bist du jetzt? Wo? Sind wir überhaupt auf dem eigenen Boden oder sind wir gar nicht gut geruht? Gar nicht. Man musste den Weg noch wieder retten, müssen, so wie du gekommen bist. Und jetzt ist es eigentlich viel weniger ein Problem. Aber am Anfang ist einfach noch gelacht und gesagt, ja, wo sind wir jetzt? Wo? Von solchen Weiten haben sie in der Schweiz geträumt. Einen großen Teil ihrer fast 400 Hektar haben sie neu ausgesät. Jetzt sind sie auf Kontrollgang. Ein bisschen gelb ist es. Gelb? Ja, man hat ein bisschen Kali. Kali ist sicher gut, wenn man es auftut. Aber das Gelbe kann auch mit dem Wetter nachher zusammenhängen, wie wir vorher lange kalt gehabt haben. Ja. Wenn es dann wärmer ist, jetzt über den Regen, aber dass es dann grün wird. Ja, klar, kommt auch. Ja, das Land, das haben wir gratis bekommen, 15 Hektar. Für das bebaut wird und nicht überwachst, zuwachst. Und der Gleichbesitzer hat noch 65 Hektar, die er uns weggeben will. Aber er weiss nicht, was es ist. Er findet ein Papier nicht und, irgendwo da. Letztes Jahr haben wir einen Streit gehabt, oder eine Flurbegehung mit einem Nachbar. Und er, ja, bin ich schon so auf Konflikt eingestellt hergegangen, weil ich dachte, jetzt sind wir da frisch und die wollen uns etwas nehmen. Und der Streit war da so, dass er gesagt hat, nimm hier die 8 Hektare. Und ich habe gesagt, nimm hier, sind wir genug. Und so sind wir um mich auseinander. Wir haben sie hier gemeint und er hat hier Zeug genommen. Hans hat oft im kleinen Bürohaus zu tun. Er ist zuständig für Finanzen und Personal. Am Anfang brauchte er, wie auch seine Kollegen, harte Nerven. Es war dann ein bisschen Morerei. Ja, auf einem Weg war man voller Taten dran. Auf einem anderen Weg hat es ihn fast erschlagen, weil er so viel zu tun war und eigentlich nicht funktioniert hat. Einen Traum werden wir verwirklichen, aber seit wir hier sind, haben wir natürlich einen Haufen mehr Träume als vorher, weil die Visionen hier sind ja. Das Land ist gross und die Möglichkeiten sind gewaltig. Also sind viele neue Träume dazugekommen. Doch leider wird die russische Realität immer mal wieder zum Stolperstein. Die Bürokratie macht Hans zu schaffen. Sie ist viel komplizierter als in der Schweiz und hält ständig drei Buchhalterinnen auf Trab. Die Übersetzerin Natascha hilft ihm, sich im administrativen Dschungel zurechtzufinden. Das ist 2004.
Das da Kredite, ja, das ist Gabriel Jakob. Ja. Ja, es ist sehr schwierig. Also ohne Natascha würde es nicht gehen. Die Wege sind viel weiter. Und wenn ich den Leuten hier erzähle, dass wir daheim anrufen, etwas bestellen, das wird geliefert und dann hat man 30 oder 60 Tage Zeit, die Rechnung zu zahlen, dann verstehen sie es nicht. Wie ist es da? Ja, eben, hier zahlt man voraus und dann, wenn man Glück hat, gut war. Auf den Dünger, den haben wir gezahlt, 120 Tonnen, eine riesen Summe. Und dann geheißen, die produzieren erst, wenn sie das Geld haben. Und dann mussten wir gut zwei Monate warten, bis der Dünger da war. Trotz allerlei bösen Überraschungen macht ein weiteres Projekt, das Jakob betreut, ordentlich Fortschritte. Es geht in Richtung Tourismus. Also wir wollen da unsere Gäste aus der Schweiz, die uns besuchen wollen, beherbergen. Und dann wollen wir schon versuchen, ein paar Touristen herzubringen. Russland ist ja sehr schön. Wir haben hier 12 Zimmer in diesem Haus. Und zwei davon brauchen wir eigentlich für uns. Und die anderen 10 könnten wir im Sommer vermieten. Dann gibt es eine Küche, dann einen Speisesaal mit Gartensitzplatz, hinten durch einen Swimmingpool und selbstverständlich die Sauna. Das klingt gut. Doch vorläufig wohnen Jakob und Hans noch nebeneinander in zwei einfachen Zimmern ohne Wasser, gleich hinter dem Bürohaus. Ihr Abenteuer hat die drei von einem Tag auf den anderen zusammengeschweißt. Wir haben fast gar nicht gekannt, oder? Ja, von der Besichtigung her, von den Betrieben, die wir angeschaut haben und von der Reise, die wir miteinander waren. Ich glaube, wir kommen, man kann sagen, sehr gut aus miteinander. Sicher gibt es einmal Meinungsverschiedenheiten, aber dann werden halt die ausdiskutiert. Also. Und das gehört, glaube ich, dazu. Und solange man miteinander kann diskutieren über Meinungsverschiedenheiten, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Hast du bei dir Heimweh? Ja, im Sommer nicht, aber im Winter, wenn die Tage so kurz sind und wir haben 4 Uhr dunkel wird es abends, dann hat man schon mehr Zeit zum Heimweh haben, ja, und sicher. Aber ja, das geht nämlich vorbei. Es sind immer so Momente, wenn irgendwo manchmal noch etwas nicht so rund läuft. Und meistens braucht es so 2-3 Sachen, die zusammenkommen. Etwa alle 6 Wochen kehrt Jakob zurück in die Schweiz, weil er hier noch einen Hof und eine große Familie hat. Zu Hause in Attikon bei Winterthur treffen sie sich zum Zvieri. Im Gegensatz zu Sepp und Hans ist der 58-Jährige verheiratet und hat 3 erwachsene Töchter und einen Sohn. In nur einem Jahr ist Jakob gewissermaßen zum globalisierten Landwirt geworden. Seinen 12 Hektaren Betrieb in Attikon hat er schon vor Jahren umstrukturiert. Auf seinem Hof findet man nur noch Pensions- und Zuchtpferde. Ja, da bin ich natürlich kein Bauer mehr im herkömmlichen Sinn. Unser Betrieb ist schon spezialisiert auf die Ross. Da darf man sich bald mal fragen, gehört er noch zur Landwirtschaft oder ist es ein Betrieb, wo man sich dem Freizeitsektor zuordnen kann, aber sicher nicht traditioneller Landwirtschaft. Und wenn man an der Landwirtschaft gewisse Freude hat, dann hat einem natürlich Russland fasziniert. Es reizt einem, so eine Herausforderung anzunehmen und mit Kollegen zusammen etwas aufzubauen, ist natürlich interessanter als alleine. Alleine wie wahrscheinlich einen versinken in Russland. Wenn Jakob weg ist, kümmern sich seine Tochter und seine Frau Heidi zusammen mit einem Angestellten um die vielen Pferde. Heidi arbeitet zudem als Nachtwache in einem Altersheim. Also vorläufig muss ich ja noch 3 Jahre da sein, bis ich pensioniert werde, oder? Weil wir brauchen das AHV-Geld in einem gewissen Sinn einfach noch, sonst gibt es ein grosses Loch. Und nachher, was nachher ist, darf mich nie, ich kann es niemandem sagen, ich weiß es nicht. Oder ob ich im Frühling, Sommer, Herbst immer etwa einen Monat hintergehe oder wie das läuft, keine Ahnung. Vermissen Sie ihn da? Mein Mann. Aber ganz sicher. Ich habe jetzt nicht die Antwort gegeben, wo man gerade so spontan durch den Kopf gegangen ist. Wer war das? Das
ist doch eigentlich eine überflüssige Frage. Ja, wenn es nicht so wäre, wäre es ja auch nicht gut, oder? Dann würde etwas anderes, irgendetwas würde nicht stimmen. Dann wäre er wahrscheinlich schon viel früher irgendwie gegangen. So. Aber es hätte nicht unbedingt ein Russland sein. Ein wenig traurig ist es ja schon, dass Jakob nur noch in der Fremde im großen Stil Bauer sein kann. Und dass sich der Bauernstand in der Schweiz allmählich auflöst. Ich denke, dort wird es laufen. Es kann höchstens einfach loten. Dort in der Baustelle kann es vielleicht noch bleiben. Ja, dort bei der Baustelle, weißt du? Und gleich ist er wieder für 6 Wochen weg. Ich könnte nicht sagen, da gefällt es mir besser oder der gefällt es mir besser. Es ist einfach wirklich ganz anders. Und das Leben wäre um eine grosse Attraktion ärmer, wenn man das in Russland nicht kennengelernt hätte. Das ist ganz sicher. Bis jetzt produzieren die Schweizer in Russland vor allem Milch, etwas Käse und Fleisch. Doch wieder hat Jakob aus der Schweiz eine ganz neue Idee mitgebracht. Mit Hilfe der Übersetzerin Natascha versuchte den Milchverarbeiterinnen zu erklären, wie Mozzarella hergestellt wird. Das tropft ja immer. Und das muss zurück in den. Das brauchen wir am Morgen. Gut, aber wie geht es weiter? Wenn sie abtropfen, geht die Molke zurück hier. Нельзя в этой емкости оставлять сыворотку. Она скиснется, она забродит, она будет. Дима, dieses Gefäß wird warm sein und die Molke kann dort nicht behalten. Bewahren kann man das dort nicht. Das kühlt dann von alleine ab, das ist kein Problem. Es wird sauer, die Molke wird sauer. Nein, die muss sauer sein. Nein, nicht закиснет, значит. Нет. Он Wir machen das. Und dann же есть емкость, куда мы можем. Und wenn es nicht gelingt, versuchen wir etwas anderes. Ständig müssen sie dazulernen und wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht. Gut, ich werde nun die übrige Milch im Kochtopf wärmen. Braucht die Kultur nun 47 oder 37 Grad? Nein, 37. Gut. Am nächsten Morgen will Jakob den Mozzarella kontrollieren. Mit seinem Sohn Stefan, der kurz da ist, um bei der bevorstehenden Ernte mitzuhelfen. Schön fest. Sieht gut aus. Ja. Vor allem ist nicht gerade ideal, aber wir haben jetzt halt im Moment noch die Richtung. Aber als Test, da können wir zufrieden sein. Das sieht gut aus. Vom Käse bis zu den Kühen haben Sepp und seine Kollegen ein großes Ziel. Wir wollen eigentlich den Hörnig den Betrieb aufbauen. Das ist eine Art Vorzeigebetrieb für die Umgebung, dass sie da schauen können. Das Interesse ist eigentlich gross da, von der russischen Seite, als man ihnen geht, zeigen, wie man etwas angehen könnte, einrichten könnte. Bäuer, wie die Landwirtschaft geht, wie man das Land bebauen, Stallungen einrichten, also solche Sachen. Okay, ist gut. Das ist Sascha, der Chauffeur des Milchtransporters. Die Schweizer haben ihn mit dem Betrieb übernommen. Weil sie ständig Neues planen, sind sie froh über Angestellte wie Sascha, auf die sie sich verlassen können. Und er ist zum ersten Mal stolz auf seinen Betrieb. Sie haben ja Pläne für die Zukunft. Sie sind nicht wie andere für nur einen oder zwei Tage hier gekommen, sondern fürs Leben, kann man sagen. Wir sind deshalb beruhigt. Uns droht wohl unter den Schweizern keine Arbeitslosigkeit mehr. Sascha erinnert sich gut an die alten Sowjetzeiten.
Damals waren diese Wiesen die fruchtbaren Felder einer riesigen Kolchose, zu der auch der Betrieb der Schweizer gehörte. Damals finanzierte der Staat Saatgut und Maschinen und er sicherte den Absatz von Milch und Fleisch. Nach der Wende von 1989 verwandelte sich die Kolchose in eine AG. Von nun an blieb die Unterstützung aus Moskau aus. Schlagartig ging es abwärts. Vor kurzem ging sie Konkurs, wie viele andere. 100 Angestellte verloren ihre Arbeit. Dies war das Zentrum der Kolchose. Es liegt wenige Kilometer vom Betrieb Schweizer Milch entfernt. Heute stehen die Gebäude leer. Und der einst stolze Maschinenpark zerfällt. Die reichen Russen investieren nicht in die Landwirtschaft. Diese hat kein Prestige, bringt kein schnelles Geld und ist mit viel zu viel Arbeit verbunden. Sascha arbeitete hier, bis er zum Betrieb Schweizer Milch wechselte. Ich habe früher mit diesem Milchwagen täglich die Milch ausgefahren, nach Tovarkova. Natürlich tut es weh, das zu sehen. Die Felder liegen rundum brach und werden von Birken überwachsen. Die Maschinen stehen still. Alles ist sinnlos geworden. Da ist der Betrieb der drei Schweizer ein echter Hoffnungsschimmer. Für viele Russen sind sie echte Helden. Dank besserem Futter haben sie die Milchleistung ihrer russischen Kühe in nur einem Jahr um 50% gesteigert. Keine anderen Kühe in der Region Kaluga geben so viel Milch. Galina ist Saschas Frau und von Beruf Melkerin. Wie allen anderen drohte ihr, bevor die Schweizer kamen, Arbeitslosigkeit. In den meisten Landwirtschaftsbetrieben rundum zahlen sie den Lohn oft ein halbes Jahr lang nicht. Sie aber zahlen uns den Lohn regelmäßig. Er ist nicht allzu hoch, aber es gibt immer ein wenig mehr. Ich bin zufrieden. Die Schweizer Milch ist hochwertig. Und sie riecht erst noch besser, weil sich der Melkstand nicht im Stall befindet. 1800 Liter werden hier täglich gemolken. Milchkontingente und Direktzahlungen sind hier Fremdwörter. Weil sie weder gute Kühe dazu kaufen noch importieren können, züchten die drei Pioniere ihre Kühe selbst. Und wie in einer Molkerei wird die Milch auf ihrem Betrieb auch gleich pasteurisiert. Und von Julia, der Freundin von Hans, und von Lena abgepackt. Täglich sind es gegen 1500 Liter. Der Rest wird offen verkauft oder zu Käse verarbeitet. Was sagen Sie dazu, dass die drei überall mit anpacken? Das war ein Schock. Wir waren daran gewöhnt, dass unsere Chefs vom Pult aus rumkommandieren. Diese drei hingegen sind mit dem Traktor bis nachts um 12 auf dem Feld, ohne Pause. Und Hans nimmt manchmal nur ein kleines Picknick mit. Sie tun mir richtig leid. Früher war alles egal. Niemand kontrollierte unsere Arbeit. Aber jetzt kontrollieren uns die Schweizer. Wer gut arbeitet, bekommt eine Prämie. Wir lernen auch viel Neues. Die Arbeit ist für mich viel interessanter geworden und fröhlicher. Ihre Milch verkaufen Jakob, Sepp und Hans vorläufig auf dem lokalen Markt. Sascha fährt die Milch täglich abwechselnd in die Stadt Kaluga und in die umliegenden Dörfer und Städtchen. Auch in Tovarkovo gibt es eine neue Schicht, die gerne Markenprodukte kauft, wie die Schweizer Milch. Die Abnehmer sind vor allem Lebensmittelläden. Am Anfang lief der Verkauf sehr gut. Doch jetzt, wo sie fast doppelt so viel Milch produzieren, haben sie erstmals Absatzprobleme.
Die gute Qualität der Schweizer Milch hat nämlich ihren Preis. Ein Liter kostet so viel, wie Sascha pro Stunde verdient. Viel billiger ist da die Importmilch, die aus überschüssigem EU-Milchpulver in Russland angerührt wird. Am liebsten würden die Schweizer bis ins 200 Kilometer entfernte Moskau liefern, an einen Großverteiler. Doch dort ist die Konkurrenz viel größer als in der Provinz. Zudem sind die Transportstraßen schlecht und die Milch müsste homogenisiert werden. Und sie müssten die richtigen Leute kennen. Sascha hat Feierabend. Schon bald gibt es Tee. Zu Hause. Er lebt mit seiner Familie, der Melkerin Galina und zwei Kindern, im kleinen Dorf gleich neben dem Betrieb Schweizer Milch. Die meisten Bewohner sind vor kurzem weggezogen, als die alte Kolchose Konkurs ging. Einige Häuschen dienen neu als Dachas für Moskauer und Leute aus der Stadt Kaluga. Wasser gibt es hier nur im Ziehbrunnen. Doch Galina und Sascha möchten nicht in Tovarkovo in einem Block wohnen, wie die meisten Angestellten der Schweizer. Natürlich würden sie gerne mehr verdienen. Doch was soll's, meint Sascha. Wenn du mehr verdienst, gibst du auch mehr aus. Und so leben Galina und Sascha in ihrem Zweizimmerhäuschen. Heizen im Winter den Ofen mit Holz und sind eigentlich ganz zufrieden. Manchmal ist die Stimmung auf dem Betrieb der Auswanderer aber auch gedrückt. Ständig gehen die Maschinen kaputt. Oft kommen sie langsamer voran, als sie sich das vorgestellt haben. Auch das viele Geld, das sie noch brauchen für den neuen Stall und das Gästehaus, bereiten ihnen Sorgen. Zwar gibt es für Investoren mehr Sicherheiten als vor 10 Jahren. Aber wer weiß, wie es weitergeht. Ob die Mafia, ob Präsident Putin oder die wachsende westliche Konkurrenz ihnen nicht zu schaffen machen. Ich hoffe einfach, dass unsere Rechnung schlussendlich auch aufgeht. Und der Staat umfällt natürlich mit dem Milchabsatz, Fleischabsatz. Und vielleicht noch, ob wir dann mit unserem weiteren Standbein, mit dem Tourismus, noch ein paar Rubel verdienen können. Aber alles in allem bist du zuversichtlich? Ich glaube schon, ja. Es wäre schlecht, wenn man nicht zuversichtlich wäre. Also, man kann sagen, fast am Anfang von einer Ausbauphase von diesem Betrieb. Wir investieren ja ungefähr noch mal so viel, wie wir zahlt haben für den Betrieb. Und da muss man schon ein bisschen überzogen sein davon, sonst muss man gar nicht anfangen mit solchen Investitionen. Fast 500.000 Franken haben sie bis heute bar bezahlt und einen fast ebenso großen Kredit aufgenommen. Da sollte der Betrieb schon funktionieren, auch wenn er noch keinen Gewinn abwirft. Herrliche Erntezeiten. Endlich scheint wieder die Sonne und der Wind trocknet das Gras. Jetzt können sie so richtig Bauer sein, wie sie es sich in der Schweiz erträumt haben. Die Wickelmaschine aus der Schweiz funktioniert reibungslos. Und Hans ist im Glück. Gut, wer will nicht gerne Geld verdienen? Das wollen wir auch. Aber wir wollen zufrieden sein. Einfach motiviert, dass es allein Freude machen.
Ich möchte uns zurückschauen und sagen, mal, hast du etwas gemacht, hast du etwas aufgebaut, hast du gelebt, intensiv gelebt, oder das stimmt. Nach nur einem Jahr ist ihr Betrieb nicht wiederzuerkennen. Am Fluss finden Jakob, Sepp und Hans bei einem Mittagessen die Muße, zurückzublicken. Oh, ich glaube, es ist schön so. Nicht teuer. Stimmt. Ich glaube, wir haben alle drei festgestellt, nicht nur ich, dass es auch mit etwas weniger als in der Schweiz ganz gut leben lässt. Ich bin ja nicht nur daher gekommen. Ich habe einfach einen neuen Lebensabschnitt angefangen. Er fordert mich, aber er gibt mir auch viel zurück. Mir gefällt es. Der Markt ist da, und Visionen oder Ideen hat man viel. Wir tun uns zusammensetzen, ein bisschen zusammenraufen oder holt irgendetwas raus. Land hätten wir genug, um eine schöne Ausfahrt mit der Troika machen im Winter. Eine. Weil es ist einfach noch drei schnelle Ross davor. Jeden Tag gehen in der Schweiz 6 Bauernbetriebe ein. Viele Landwirte versuchen einen Neuanfang. Jakob, Sepp und Hans warten ihn in Russland. Auch wenn der Weg ein unsicherer ist.